Leute, ich habe heute das Aufgebraucht vom März für euch. Ihr wundert euch vielleicht, wir haben heute eine andere Kulisse. Ich bin im Raum einmal umgezogen. Das Kallax-Regal oder die Kallax-Regale hinter mir, die sind noch relativ leer, weil der Raum noch richtig eingeräumt oder richtig eingerichtet werden muss. Das rechts neben mir ist eine Telefonzelle bzw. ein CD-Ständer als Telefonzelle. Und ja, das nur mal kurz zum Hintergrund. Und dann fange ich einfach direkt mal an. Ich habe fleißig gesammelt letzten Monat. Ich nehme es einfach wie immer raus und zeige euch dann die Sachen. Und zwar haben wir hier aufgebraucht vom Babyfilm Rossmann. Die Dreierwindeln sind in Ordnung, sind wir zufrieden damit. Die verwende ich für tagsüber, weil mir die nachts noch nicht so ganz geheuer sind, die über Nacht dran zu lassen. Aber ansonsten sind die vollkommen in Ordnung. Dann aufgebraucht von Kaufland, K-Klassik. Die frischen, feuchtes Toilettenpapier. In der Deluxe-Variante, da habe ich mich vergriffen. Da wollte ich eigentlich die normalen nehmen, in so einer Box drin zum Rausziehen. Und dann habe ich die Deluxe-Variante erwischt, aber ist ja eigentlich im Prinzip egal. Tun, was sie sollen. Genauso wie die Küchentücher, Jumbo-Rolle mit Dekor von Alouette von Rossmann. Ich glaube, da sind so... Oh Gott, was ist denn da drauf? Ich glaube, so bunte Kreise oder sowas. Ja. Ich eiche jede andere Küchenrolle auch. Dann von Baby Dream Extra Sensitive Feuchttücher. Bin ich zufrieden damit. Komme ich gut zurecht damit. Und von Blink, das ist von Müller, feuchte Allzwecktücher in der Duftrichtung Wasserlinie. Ja, das hat schön gerochen. Die hatte ich immer in der Küche. Ich verwende die mal, um geschwind über den Esstisch schön zu, also sauber zu machen oder mal ganz kurz die Oberflächen zu putzen. Also so mal für schnelles drüber wischen sind die feuchten Allzwecktücher immer gut. Generell putze ich aber natürlich mit Putzmitteln und mit Lappen oder so. Und nicht nur mit den Allzwecktüchern. Nochmal ein Produkt aus der Küche ist das Fit Naturals Spülmittel mit Mandelblüte und Granatapfel. Oh, das hat so toll gerochen. Das hat auch hinterher noch auf dem Geschirr gerochen. Das war richtig toll. Das hat mir echt gut gefallen. Dann hat mein Freund aufgebraucht Head & Shoulders, Schuppenshampoo, Anti-Schuppenshampoo mit Apple Fresh. Das benutzt er eigentlich immer. Mit dem kommt er gut zurecht. Und ich glaube auch, dass es ihm hilft. Dann von Balea haben wir hier einmal Cremeseife Golden Shine mit Vanilleblüte und Zitrone Duft. Das ist, glaube ich, sogar noch von vorletztem Jahr, von 2017. Noch eine Limited Edition. Aber der Geruch war so schön. Also er hat richtig in die Winter- und Weihnachtszeit auch reingepasst. Ich war froh, dass er dann jetzt zum Frühling leer gegangen ist, weil das passt jetzt irgendwie nicht mehr, weil der Duft ist schon, ja, schon sehr weihnachtlich durch das Vanille auch. Aber hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich aufgebraucht von Far Origin. Oriental Moments, Wüstenrosen und Sandelholzduft, pflegende Duschcreme. Hat mir toll gefallen. Der Duft bleibt auch noch hinterher nach dem Duschen auf der Haut. Richtig schön. Und ja, was soll man sonst dazu sagen? Tolles Produkt. Ja, das von Isana, die Cremedusche, Zeit für Gemütlichkeit, war letzten Winter, glaube ich, eine Limited Edition. Pflegende Reinigung mit Duft nach Vanille und Kaschmir. Ja,
hat mich jetzt nicht so überzeugt. Der Geruch ist jetzt auch nicht so der Hammer. Der bleibt auch nach dem Duschen überhaupt nicht mehr auf der Haut. Also man riecht davon gar nichts mehr. Man riecht davon ein bisschen was, wenn man sich dann eben unter der Dusche damit einseift. Aber dann ist der Duft auch schon wieder verflogen und der Duft an für sich war jetzt auch nicht so toll. Von der Reinigung, ja, ich war sauber. Aber ansonsten würde ich mir, wenn es jetzt das noch gäbe, würde ich mir das nicht nachkaufen. Ich werde auch mal testen, ich habe auch noch andere Isana Duschgele und Duschcremes, ob das bei den anderen genauso ist. Weil sonst würde ich mir keine Isana Duschgele mehr nachkaufen, wobei ich schon ziemlich viele in meiner Duschgelsammlung habe. Aber die werde ich natürlich alle aufbrauchen, ist klar. Nochmal ein Produkt von Isana, und zwar ist dieses Deo. Grüne Frische. Der Duft war in Ordnung. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt das Isana Deo vergleiche und wenn ich das Balea Deo vergleiche, das ich ich glaube, ich habe momentan eins in meinem Reisewaschbeutel, dann finde ich tatsächlich die Balea Deos finde ich besser, weil da der Geruch auch, also der Geruch war schon gut, aber er bleibt länger da, also es verschwindet nicht sofort. Das ist genauso wie bei den Duschgelen, und lustigerweise ist das bei der Isana-Seife, die ich momentan in Verwendung habe. Wenn ich es jetzt mit dieser Balea-Seife wiederum vergleiche, ist da der Duft einfach intensiver, und wenn man das mag, dass das so schön duftet, dann würde ich eher die Balea-Produkte jetzt in dem Fall empfehlen, anstatt die Isana-Produkte. Also das nur mal zum Vergleich. Wenn man natürlich nicht so Wert legt auf den Duft, Hauptsache man hat eine Seife oder man hat ein Deo, dann kann man auch die Isana-Sachen nehmen. Aber wenn man jetzt sagt, oh, ich finde es toll, dass es so schön duftet, und man sucht sich dann noch extra einen schönen Duft raus, dann möchte ich, dass es auch dann, dass der Duft auch dann schön da bleibt, so wie hier. Also man duftet das richtig und nicht so wie bei den Isana-Produkten, dass es eigentlich sofort wieder verschwindet und man hat gar nichts davon. Dann haben wir nochmal von K-Klassik Raumduft Blütenzauber. Das habe ich jetzt aktuell in der Gästetoilette stehen. Und da riecht man jetzt nichts. Aber das riecht auch wirklich gut. Wir haben jetzt nicht so ein großes Gästeklo. Also von dem her bleibt der Duft auch im Raum. Dann habe ich von Alouette Toilettenpapier mit Frühlingsduft steht hier. Also das habe ich jetzt rein wahrgenommen. Aber die Schäfchen sind ganz süß. Das passt auch zur Osterzeit, die jetzt kommt. Ja, wenn man da Wert drauf legt, auf dass da Motive drauf sind. Ich finde das ganz nett. Ist nochmal irgendwie so ein, wie sagt man, so Eyecatcher im Bad. Deshalb nehme ich eigentlich gern die mit den Aufdrucken. Dann habe ich aufgebraucht von Pampers Aqua Pure. Feuchttücher, die waren in der Wickeltasche. Das war so ein Probepäckchen aus irgendeiner Geschenkebox von DM oder Rossmann. Fand ich gut, die waren auch richtig, richtig feucht. Haben auch gut gereinigt. Also ich lege jetzt, ich glaube, ich habe es letztes Mal in einem Haul schon gesagt, auf dieses 99% Wasser lege ich nicht so viel Wert. Und ich würde jetzt auch die hier auch nicht noch nachkaufen in einer größeren Größe, weil das ist mir einfach zu teuer, und wenn ich jetzt das 99% Wasser haben wollte, könnte ich das genauso gut auch beim Rossmann oder beim DM bekommen. Ich habe jetzt aktuell, glaube gerade vorhin habe ich die Packung aufgemacht und schon verwendet, mit 99% Wasser vom Rossmann. Ja, ich meine, sie sind wirklich nicht ganz so nass oder so feucht wie die hier. Muss man schon ehrlicherweise sagen. Also wenn man da wirklich Wert drauf legt, dann sollte man schon eher die etwas teurere Variante nehmen. Ansonsten komme ich mit den anderen auch zurecht. Haben wir nochmal hier Windeln vom Lidl Toujours in Größe 3.
irgendwie, ich weiß nicht, sind die ein bisschen komisch. Ich hatte die Zweier davon ja auch schon. Und ich war einfach nur froh, als sie dann aufgebraucht waren, weil irgendwie, also ich weiß nicht, die von Lidl, das ist irgendwie nix. Also sie laufen jetzt nicht unbedingt direkt ständig aus, aber schon allein beim Wickeln merkt man irgendwie, ist das, sind die ein bisschen komisch, die Windeln auch zum Wickeln. Also da greife ich dann wirklich lieber auf die Eigenmarken von den Drogeriemärkten zurück. Ah, da haben wir nochmal Feuchttücher. Aber lacht da die Liebe. Extra sensitiv. Osman. Und dann haben wir hier noch ein Lebensmittelprodukt von DM Bio. Kichererbsen-Chips mit Meersalz. Da hatte ich irgendwie einen Coupon für DM Bio-Produkte und dann habe ich die mir mitgenommen, weil ich gedacht habe, das habe ich ganz interessant, mal Kichererbsen-Chips. Und hat überraschend lecker geschmeckt. Fand ich gut. Würde ich mir theoretisch auch wieder nachkaufen. Wenn ich jetzt noch mal einen Coupon oder so für DM Bio-Produkte hätte und wüsste jetzt nicht, was ich sonst kaufen soll, dann würde ich die nochmal nehmen. Und auch vom DM, und zwar sanft und sicher feuchtes Toilettenpapier Deluxe. In so einem kleinen Probepäckchen, das hat mir auch im Gäste-WC liegen. Ja. Ist eigentlich fast wie das andere von Kaufland auch. Also es nimmt sich nichts. Im Gegensatz zu diesen feuchten Toilettentüchern vom Rossmann Alouette, genau. Auch in der Deluxe-Variante. Und zwar mit Shea-Butter-Duft. Also der Duft war schon schön. Aber ich fand die im Vergleich zu denen hier wirklich nicht so toll. Also, ja, die waren irgendwie nicht so richtig, feucht. Und irgendwie, naja, also ich würde sie nicht nachkaufen. Aufgebraucht habe ich nochmal von Isana ein Duschpeeling, Kaffee und Vanille. Fand ich... Toll, der Duft war so schön. Also ich mag ja keinen Kaffee trinken. Ne? Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Aber Kaffee riechen mag ich. Also könnt mir ja mal schreiben, ob es da noch mehr so gibt, die keinen Kaffee trinken mögen, aber die gerne Kaffee riechen. Das würde mich mal echt interessieren, ob es da noch mehr gibt, denen das auch so geht. Aber es war ein richtig schönes Peeling. Hat gut gepeelt. Ich hatte richtig weiche Haut danach, nach dem Duschen. Und wie gesagt, der Duft auch super toll. War eine Limited Edition. Bin mir nicht mehr sicher, ob es die aktuell noch gibt. Oder ob es da jetzt schon wieder neue Frühlings-Editions, Limited Editions gibt. Dann habe ich aufgebraucht Rossmann Rubin Powerful Alkaline. Genau, in AAA. Ist wie jede Batterie auch. Da waren wir halt gerade beim Rossmann, haben Batterien gebraucht, haben wir die mitgenommen. Auch vom Rossmann von Facel habe ich Superboost Tampons aufgebraucht. Bin nicht gut damit zurechtgekommen. Ob das jetzt vom Rossmann, vom DM, vom Kaufland ist, in dem Fall eigentlich immer das Gleiche. Und ich komme mit den Eigenmarken genauso gut zurecht, wie wenn ich jetzt die teureren OBs kaufe. Also dann habe ich noch ein Duschgel aufgebraucht. Genau, ich glaube, das ist ganz am Anfang. Ich glaube, gleich am 1. oder 2. März leer gegangen. Von Fresh Senses, Orangenblüte, Sensitive Dusche. Das riecht so richtig nach so einem... Kennt ihr diese Orangenbonbons? Ich weiß nicht, vielleicht sogar die von dem 2. So wie die von dem 2 riechen die. Oder wie so ein Orangenlolli. Also richtig süßlich, wenn man das mag. Kann ich das empfehlen, hat auch unter der Dusche toll gerochen. pH-neutral, mikroplastikfrei, vegan ist es auch, naturnahe Kosmetik, wer da drauf Wert legt und ein bisschen was Süßeres mag, kann ich das empfehlen. Ich weiß nicht, dadurch, dass es so süßlich gerochen hat, könnte ich mir das auch gut jetzt noch für die bisschen wärmere Jahreszeit vorstellen. Ansonsten ist Orange ja eher was, wo man im Winter isst, sage ich jetzt mal.
Genauso wie eigentlich ich meistens im Winter trinke. Und zwar sind es Tees. Für Früchtetee haben wir hier einmal Kings Crown. Kirschbanane. Wirklich lecker. Also ich mag die von Rossmann, die Tees. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch mehr drin sind. Jetzt haben wir hier erstmal noch von Baby Love Zweierwindeln. Nicht wundern, da steht ein Preis drauf. Die habe ich bei eBay gekauft. Das habe ich, das glaube ich, auch noch eine relativ alte Verpackung. Also tolle Windeln. Da muss ich auch ehrlicherweise nochmal sagen, mit Rossmann DM finde ich wirklich die DM-Windeln ein Stückchen besser als die Rossmann-Windeln. Aber solange sie das halten, was sie sollen, dann kommen für mich natürlich auch jederzeit die Rossmann-Windeln weiterhin in Frage. Jetzt haben wir hier von Montsavant Olé, das ist französisch, Granatapfel, so fruchtig, meine Feuchtigkeitsspende Dusche, 0% Parabene und Farbstoffe. Ich glaube auch mal bei Rossmann Coupon habe ich mir das geholt. Der Duft, das ist doch ein bisschen verklebt schon. Duft war richtig schön. Auch in der Dusche, hat gut auf die kühlere Jahreszeit jetzt gepasst. Würde ich nachkaufen, wenn es nochmal irgendwie einen Coupon gibt, dass es sich lohnt. Und dann haben wir hier mal von Baby Dream Frühkarotte pur. Weil wir jetzt mit Beikost angefangen haben, ich koche ja eigentlich selber den Brei für zu Hause. Nur wenn wir unterwegs sind, ich kaufe die Gläschen eigentlich nur, wenn es entweder im Angebot ist oder wenn es einen Rabattcoupon gibt, dann nehme ich die Gläschen mit. Und ich werde jetzt auch anfangen, dass ich die Gläschen aufhebe und dann für unterwegs da das selbstgekochte Brei dann reinfülle. Hat unserem Sohn gut geschmeckt, hat er gut vertragen. Karotte, ich glaube, das verträgt fast jedes Baby gut. Ist auch für einen Beikoststart eine gute Wahl. Und dann haben wir aufgebraucht, und zwar Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Die haben wir lustigerweise, ich zeige euch das mal, ist die noch aus dem Krankenhaus. Deshalb ist dann noch so ein Aufkleber. Knabe steht da noch dran, weil irgendwie haben die das nicht mitgekriegt, dass wir eigentlich schon einen Namen für unser Kind hatten und dann stand da halt einfach Knabe. Aber gut. Zu Bepanthen. Immer gut, kenne ich auch schon, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da gab es eigentlich immer Bepanthen. Und auch für den Babypopo hat es eigentlich sofort gewirkt, sage ich jetzt mal. Also kann ich empfehlen. Wobei es, momentan haben wir von Veleda eine in Gebrauch. Die ist genauso gut, die war jetzt auch in so einer Geschenkbox drin. Ich habe, glaube ich, auch von Rossmann mal noch von der Eigenmarke. Ich werde einfach durchtesten und mal gucken, was mir da am besten gefällt. Dann habe ich einmal ein Trockenshampoo Black. Von Algamarina. Ist das. Ich weiß nicht, also ich weiß nur noch, dass ich es beim Müller gekauft habe. Vor einer ganzen Weile eigentlich schon. Und das ist für mich definitiv Flop-Produkt. Also, das hat so schwarze Partikel überall versprüht. Das komplette Waschbecken war voll mit schwarzen Partikeln. Wenn man sich nur in die Haare gefasst hat oder so die Haare zur Seite gemacht hat, man hatte komplett schwarze Hände, also und gebracht hat es ein bisschen was, aber würde ich mir nicht nachkaufen, Flop-Produkt. Und dann habe ich hier, das habe ich meinem Freund geschenkt, das gab es in so einem, ich glaube es war so ein holländischer Laden, der bei uns in der Stadt ist, und zwar so Pop-Candy. Richtig lustig, wenn man das in den Mund nimmt, dann bitzelt das so und ich sage jetzt mal explodiert. Richtig lustiges Produkt. Ich habe das jetzt einfach mal damit reingeworfen, weil ich das so toll fand und wollte es euch unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, ob man das, kann sein, dass man das vielleicht auch im Internet herkriegt.
Nee, Dänemark ist das. Und zwar www.tigerstores.com. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja mal recherchieren. Ebenfalls aufgebraucht habe ich von Balea Professional Traumlockenspülung. Die ist ganz in Ordnung. Ich hatte sich das Gefühl, dass das, ich meine, ich habe von Natur aus Locken. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das nochmal extra Locken macht oder die Locken nochmal extra hervorhebt. Es war halt einfach eine Spülung. Was ich ein bisschen blöd fand, da muss ich zu DM leider sagen, könnte vielleicht mal ändern. Und zwar ist das die Verpackung. Das ist so blöd, ich bin mir sicher, dass hier noch was drin hängt. Aber man kriegt das einfach nicht raus aus dieser Verpackung. Ich habe das jetzt auch schon bei anderen YouTuberinnen gehört, die eben so aufgebraucht drehen mit anderen Produkten in solchen Verpackungen, dass das einfach so blöde ist, weil man das nicht richtig rauskriegt mehr aus der Verpackung. Also eventuell mal überdenken. DM, vermutlich schaut das hier keiner von DM, aber man kann es ja trotzdem mal erwähnen. Hier habe ich nochmal ein Brei, und zwar von DM Bio, Kürbis pur. Hat unserem Sohn auch gut geschmeckt, hat er gut vertragen. Ich lege jetzt halt unbedingt Wert auf Bio, wobei ja hier das von Baby Dream ist ja auch Bio, das normale Baby Dream. Also, ja, war halt ein Coupon. Und solange es unserem Sohn schmeckt, ist ja alles gut. Dann habe ich einen Tee noch in Teekanne aufgebraucht. Peach Panna Cotta. Der war auch lecker. Hat mir gut gefallen. Ich trinke jetzt in der Sommerzeit auch eher, oder jetzt früher Sommer. Für mich ist jetzt heute schon fast Sommer bei den 20 Grad, die da draußen sind bei uns. Trinke ich irgendwie eher weniger Tee, wobei ich meinen Tee ja meistens sowieso kalt trinke. Aber ja, ich trinke halt öfter Säfte, ab und zu auch mal eine Limo oder so. Hier haben wir noch einen Tee jetzt als letztes Produkt von King's Crown Creamy Apple Pie. War auch total lecker, das mal so als Tee zu trinken. Apfelkaramell. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Gut, dann haben wir das für heute, für das Aufgebraucht vom März. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!